Richard Kecht und seine Familie kurz vor dem ersten Almtraining mit den 12 Kühen. Ein bisschen Spannung ist immer, weil beim Auslassen, da hat man halt schon verschiedene Sachen erlebt. Und wenn sie jetzt das erst einmal beruhigt wird, dann ist das Schlimmste vorbei. Die ganze Familie hilft beim ersten Weidegang nach dem Winter. Die haben jetzt da so einen Fleck, das ist so ein Hektar ungefähr. Und dann kommt weiter hinten nochmal so ein Wiesen. Und im Anschluss kommen sie dann erst auf die Alm. Im Winter sind die Tiere 5 Monate im Laufstall. Wenn sie dann wieder raus dürfen, ist alles erstmal ungewohnt. Vor allem, weil es Neuzugänge in der Herde gibt. Dann haben wir jetzt einen Silvester halt. Den haben wir dazu gekauft. Bei dem müssen wir erst sehen, wie der tut. Die zwei sind auch ein bisschen spannend. Also alles, die wo wir dazu gekauft haben, die kennen das Spiel einfach noch nicht. Und da müssen wir halt erst sehen. Jetzt ist alles noch entspannt. Aber gleich könnte es ein bisschen wilder werden. Noch sind die Kühe vorsichtig. Richards Frau Veronika muss sie sogar raustreiben. Ja. Komm, jetzt raus mit euch. Komm, geh weiter. Die Flora und die Lina sind die Neuen, der Neuzugang. Schau mal nach. Schau mal nach, ja. Genau. Heute das allererste Mal. Jetzt sind sie auch relativ ruhig, gell? Passt. Die 1,5-jährigen Jungkühe bleiben ruhig. Oder doch nicht? Wir lassen die anderen zwei auch noch aus. So, jetzt wird's richtig spannend. Die Tiere dürfen den Zaun nicht über den Haufen rennen. Jetzt kommt schon ein wenig Lehm ins Spiel, gell? Ja. Selbst im Tal will Richard die Kühe nicht wieder einfangen müssen. Aber später auf der Alm, auf 1000 Metern Höhe, wäre ein durchbrochener Zaun fatal. Da droht Absturzgefahr. Ja, immerhin. Erste Mal umdrehen beim Draht ist aber sehr gut. Gut gemacht. Aber wir können doch jetzt mal spüren wir es ein, oder? Drin bleiben. Weiter geht's im Trainingsplan. Jetzt werden die großen Kühe und die 2 Kälber separat auf die Weide gelassen. Alle dürfen raus. Was tanzen? Auch die erfahrenen Kühe machen Luftsprünge. Und selbst Richard und seine Frau atmen auf, wenn der Almsommer bald startet. Der Richard geht ja praktisch vor der Arbeit und dann in die Arbeit. Dann kommt er heim, dann geht er wieder in den Stall. Und das ist halt jetzt dann für ein paar Monate nicht mehr. Also das ist schon auch für uns ein Stück Freiheit. Ein Sommer auf der Alm heißt für die Kühe im Durchschnitt 50 Kilogramm Weidegras fressen und 5 Kilometer Strecke, die sie pro Tag zurücklegen. Das stärkt die Muskulatur. Und dabei weht ein kühler Bergwind, der es im Sommer erträglicher macht. Richard schaut alle 2 Tage nach. Im Grunde behaupte ich einfach, wenn du jetzt den Zahn aufmachst, zumindest die Alten, die gehen von selber auf. Die kennen das Spielchen schon. Aber im Herbst gehen sie auch gerne wieder runter. Letztes Jahr im Oktober sah das so aus. So, und jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr halt schauen, dass ihr dran bleibt. Elf Kilometer in 1 Stunde und 15 Minuten. Da mussten Richard und seine Familie erst mal hinterherkommen. Ho, 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 ho. Herr Franzl. Die bleiben halt gern beieinander. Gell? Und dann, wenn die Vorderen laufen, hören sie, dass die Hintern auch laufen. Und dann kriegt es so ein wenig Eigendynamik. Aber jetzt im Frühjahr müssen die Tiere erst noch lernen, als Herde zu funktionieren. Sie werden alleine oben sein, ohne Senner oder Herdenschutzhund. Doch bisher standen sie getrennt im Stall. Werden sie sich gegenseitig akzeptieren? Gemischte Gefühle bei Richard und Veronika. Also wir haben 2 kleine Kälber einfach dabei, die sich ja nicht wehren können. Wenn jetzt heuer ein Wolf kam auf die Alm und unser Kälber wegnahm, dann war das Thema Alm, glaube ich, also für mich persönlich beendet. Aber die Tiere gar nicht mehr rauflassen auf die Alm? Letztes Jahr haben wir es alle ein bisschen später auslassen, weil da war ja auch noch die Gaudi mit dem Bär. Und der, glaube ich, der hätte halt schon nur mehr an das Potenzial. Der geht eher dann schon in die Richtung wie beim Wolferrudel. Also das ist einfach nur mehr eine Steigerung. Und ich hoffe, dass da relativ zügig irgendeine Lösung gefunden wird, die auch für die Almbauern passt. Weil so wie es jetzt ist, ist es halt nicht gut.
Für heute ist der Testlauf aber beendet. Es ist gut gegangen, einwandfrei. Ende Mai kann es losgehen mit dem Almsommer. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.